Ich habe noch eine letzte Frage an euch. Und auch diesmal bitte ich euch, euch kurz zu fassen. Was sind eure konkreten Ziele für die nächste Wahlperiode, für eure Partei? Was sind die konkreten Kernziele? Wir können gerne mit der ADF beginnen. Ja, die ADF war jetzt ein Jahr lang im Aster und wir konnten einige Dinge anstoßen, die wir auf jeden Fall auch im nächsten Jahr weiter fortführen möchten. Und sind besonders die Gleichstellung wichtig. Wir möchten die Barrierefreiheit auf dem Campus vorantreiben. Wir möchten sowohl in den Fakultäten als auch auf Uni-Ebene für euch da sein und für bessere Prüfungsbedingungen, für bessere Lernbedingungen eintreten. Und dafür möchten wir gerne eure Stimme haben. Okay, ja, wir von der Partei, wir haben unter anderem das Ziel, dass wir das Wohnraumproblem lösen, indem wir Hobbithöhlen im Wall errichten. Dann des Weiteren wollen wir das LSG in Dieter-Bohlen-Haus umbenennen, weil wir uns dachten, einer der wichtigsten Alumni unserer Universität. Wir haben schon ein ehemaliges SS-Mitglied, das auf dem Campus durch ein Denkmal geehrt wird. Dann kann man auch Bohlen noch mit einem Gebäude ehren. Ja, und dann des Weiteren haben wir das Ziel, nach Hamburger Vorbild eine Leine-Philharmonie in Göttingen zu errichten. Ja, das sind so unsere zentralen Forderungen und Ziele für das kommende Jahr. Vielen Dank. Wer möchte jetzt nicht? Ja, der RCDS. Ja, der RCDS möchte 3 Jahre des linken Asters beenden wieder. Wir wollen wieder einen sach- und serviceorientierten Aster schaffen, indem man sich für die Interessierten oder für die Interessen der Studierendenschaft einsetzt. Weniger als ideologische Sprachrohr den Aster verwendet, sondern sachgerecht auf das, was vor Ort wichtig ist. Wir wollen, dass das Semesterticket besser verhandelt wird, dass es günstiger wird. Wir wollen, dass insgesamt gut mit euren Beiträgen umgegangen wird. Und deswegen kann ich nur empfehlen, gebt deiner Stimme eine Stimme und wählt diesmal RCDS. Was sind die Kernziele des SRK? Okay. Es geht immer noch um die Etablierung eines anderen Bewusstseins. Auf dem Weg dahin wäre eine Theater- und Kunstfakultät ganz gut. Das ist utopisch. Bis dahin werden es gute Beispiele sein, die zeigen, was gehen kann. Das sind studentisch organisierte Seminare und Vortragsreihen, wo man auch Credits für bekommen kann. Es geht um eine Erweiterung des Mensa-Angebotes, angenommen durch Fairtrade-Produkte, um ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, viele Dinge. Also Service machen die anderen schon ganz gut. Ich würde glattweg, ja, kritische Theorie, Gesellschaftskritik, Antikapitalismus, Schlagwörter und vielleicht ein wenig weniger Deutschland, weil ich finde, so einen übertriebenen Profilierungswahn, wie wir in Deutschland vorantreiben, brauchen wir nicht. Vielleicht etwas mehr Satire, denn unsere Welt hat das schon sehr nötig, wenn man nur die Augen aufmacht. Vielen Dank. Die Kernziele der GHG? Ja, wir wollen ein attraktives Kulturticket, was maximal 10 € kosten soll. Wir wollen ein soziales Bahn- und Semesterticket. Wir wollen Aktionen gegen die Langzeitstudiengebühren machen. Wir wollen ein kritisches und selbstbestimmtes Studium stärken. Wir wollen die Interessen der Studierenden stärken. Wir wollen das Mensa-Angebot ausbauen, also das vegane und vegetarische Mensa-Angebot ausbauen. Dafür sitzen wir auch wieder für euch im Studentenwerksvorstand. Wir wollen kreative und künstlerische Freiräume stärken und wir wollen, dass es viele Vorträge, kritische Vorträge und Seminarangebote gibt. Die Kernziele der Jusos? Ja, ich nenne jetzt einfach mal kurz 2. Im nächsten Jahr gibt es viel zu tun. Wir haben wahrscheinlich eine große Novelle des Niedersächsischen Hochschulgesetzes vor uns. Da gilt es, daran mitzuarbeiten, die nötigen Veränderungen voranzutreiben, damit beispielsweise studentische Mitbestimmung auch wirklich zu einer wird. In den Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind die Studierenden in der Regel komplett unterrepräsentiert. Dagegen wollen wir angehen. Liegt die Abschaffung der Studiengebühren an, die sollen kompensiert werden. Dafür braucht es klare Verfahrensregeln, wie das geschieht, die jetzt entwickelt werden müssen. Und wir wollen das Wohnraumproblem angehen. Das hat die Juso HSG schon im letzten Aster vorangetrieben. Das werden wir weiter tun und mit allen Beteiligten da an einen Tisch kommen, um uns kurz-, mittel- und langfristige Lösungen auszudenken. Ja, vielen Dank. Und abschließend, was sind die Kernziele der LHG? Als liberale Hochschulgruppe setzen wir uns dafür ein, dass der Aster sich wieder stärker auf seine Kernaufgaben konzentriert
Und insbesondere glauben wir, dass der AStA dafür nicht so groß und mit so vielen Referaten und so gut bezahlten Referenten ausgestattet ist. Wir wollen weiterhin mehr echte Wahlfreiheiten in den Semestertickets schaffen, in allen, insbesondere im Bahnsemesterticket, mehr Optionen und ein Austrittsrecht für alle schaffen. Und wir wollen, dass Datenschutz wichtiger ernst genommen wird an unserer Uni. Ja, und dass allgemein die Politik sehr sachorientiert bleibt und sich auf die Hochschule beschränkt. Vielen Dank. Hiermit schließe ich die Diskussion. Ich bedanke mich herzlich bei allen Gästen und natürlich beim Publikum. Vielen Dank und auf Wiedersehen.